Hallöchen. Handy und was zu trinken auf dem Tisch. Das heißt Frage-Antwort-Video. Heute mal Tee, weil irgendwie kränklich ein bisschen. Das Wetter ist aber auch zum Kotzen. Ein Tag kalt, ein Tag warm, das ist echt nicht mehr schön. Aber sei es drum. Ich versuche das jetzt wieder so ein bisschen in einer bestimmten Reihenfolge zu machen. Vielleicht wieder jeden Sonntag, vielleicht, wie ich es schon mal angedacht hatte. Mal sehen. Fragen werden wir immer eingeblendet. Fangen wir einfach mal an mit Nils Schönhänse. Ich habe mal eine Frage. Ich will meinen 1.8er Buggy auf Brushless umbauen, aber weiß nicht, was ich als Set benutzen soll. Ich habe vielleicht das Monstertronic Brushless Set, was Laser auch sich geholt hat, mir holen. Wäre cool, wenn du mir eine Antwort geben könntest. Okay. Brushless Set. Pff, ja. Da ist jetzt die Frage, was du vorhast. Auf jeden Fall. Was ist denn hier los? Hier löst sich irgendwie was. Was du vorhast mit dem Buggy. Also, wenn du jetzt einen Brushless Umbau machst, Kombo, eine komplette Kombo ist meistens immer teurer. Brushless-Motoren kann man auch gut Gebrauch kaufen. Ist einfach so. Man sollte natürlich ein bisschen gucken, wie alt der Motor schon ist. Aber viele, viele fahren ja diese TenShock-Motoren. Ich selber habe keinen. Sind vielleicht nicht die effizientesten, aber vom Preis-Leistung her sind die wohl okay. Ansonsten natürlich Mamba Monster kann man immer fahren. Regler, Hobbywing ist immer gut. Motorentechnisch, ja, da kann man schauen. Monstertronic, ja, okay, das ist auch eine gute Kombo, wie sich herausgestellt hat. Nur das Programmieren ist irgendwie ein bisschen schräg. Aber kannst du im Prinzip machen. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du günstiger bleiben willst, guck bei gebrauchten Motoren. Manchmal hat man echt Glück, da kriegt man so einen guten Mamba Monster Motor oder was auch immer, oder Hobbywing Motoren. Hier, die kriegt man teilweise für so 50 bis 80 Euro oder so. Oder manchmal sogar komplette Kombos für 120 oder für 200. Ja, da muss man halt sehen, was dir gefällt, ne? So, ich hoffe, das reicht erstmal. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Multikulti Laser CS fragt: Frage, kannst du mal mit Ju sagen? Und jetzt die wirkliche Frage: Wann ist dein Garten fertig? Erstmal. Der will das hören. Wann ist mein Garten fertig? Ja, erst. Ich habe mich eigentlich schon darauf eingestellt, dass es der Herbst kommt und ich eigentlich draußen nicht mehr so viel jetzt groß machen kann. Aber da ist ja jetzt schon wieder laut Wettervorhersage nächste Woche schon wieder ziemlich warm werden soll. Überlege ich mir das Ganze wahrscheinlich nochmal. Der Grundriss ist soweit fertig, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Terrasse ist soweit, hatte ich dir ja bitte geschickt, Laser. Ist ja soweit durch. Im Winter werde ich den Innenausbau fertigstellen, sodass ich im Sommer dann nur noch kleinere Fertigkeiten machen muss und dann im Hochsommer, hoffe ich, den Garten das erste Mal richtig genießen kann und auch drinnen schlafen kann mit Frau, Kinder und Gepäck. Ja. Laser, du weißt, du bist herzlich willkommen mit deiner Frau. Also, fertig hoffe ich nächstes Jahr um die Zeit, die wir jetzt haben, hoffe ich zu 100%. Ich hoffe, das reicht dir als Antwort. Nächste Frage von Martin Arnold. Aus welchem Bundesland kommst du? Ich wohne in Sachsen-Anhalt und komme aus Sachsen. Ich bin ein waschechter und stolzer Ostbürger. Bin noch in DDR-Zeit geboren in Leipzig und habe meine ganze Kindheit und Jugend in der Nähe von Leipzig gewohnt, so 20 Kilometer ungefähr. Und wohne jetzt in Sachsen-Anhalt. Tja, so viel dazu. Nico 36. Hey, tolles Video. Meine Frage: Holst du mir
erholst du dir mal ein Onroad-Auto. Erstmal danke. Und zweitens, Onroad-Auto. Weiß nicht. Ich wüsste jetzt nicht so wirklich, was ich damit machen soll, ganz ehrlich. Irgendwie so ohne Rennstrecke oder so fehlt ja der Reiz. So Straße hoch und runterfahren ist irgendwie nicht so meins. Ich habe es ja mit Drifter versucht oder hatte ja einen Drifter. Vielleicht hole ich mir mal wieder einen Drifter, aber so direkt nur Onroad, weiß nicht. Kann ich dir echt nicht sagen. Vielleicht, mal schauen. Bleib einfach bei YouTube, folge mir weiterhin und dann vielleicht kommt mal eins, vielleicht aber auch nicht. Ich kann es echt nicht sagen, keine Ahnung. Nächste Frage von RC Monkey. Erstens, wieder tolles Video mit tollen Fragen. Dankeschön dafür. Zweitens, meine Frage: Kennst du irgendwelche RC-YouTuber aus Österreich? Ich komme nämlich aus Österreich und mir kommt vor, als gäbe es hier überhaupt keine RC-YouTuber. Also, ich kenne einen auf jeden Fall, wo ich hundertprozentig weiß, dass er aus Österreich kommt. Das ist Gary von Garys Modellbau-Blog. Super Typ, macht richtig gute Videos, ist mehr so im Crawler-Bereich tätig, macht aber auch viele, viele andere Sachen. Ich habe dir schon geantwortet, dass du mal meine Infobox schauen sollst. Da ist der Link zu seinem Kanal drin. Und ja, so viel dazu. Ich guck mal eben, ob hier noch eine Frage ist. Es ist noch eine Frage. Und zwar vom Pascal Kramer. Ich habe eine Frage: Welches Werkzeug ist gut, aber soll auch nicht teuer sein? Tja, das ist jetzt wieder so eine Sache. Ich guck mal eben, ob ich hier alle beisammen habe. Einen Moment. Ich habe hier irgendwo. So, also gutes Werkzeug, was nicht teuer sein soll, ist so eine Sache. Das ist das Werkzeug, was ich benutze. Hier haben wir einmal normale Turnergy-Dreher. Die kosten, weiß ich nicht, was haben die gekostet? 5 Euro. Alles, was man braucht: 1,5, 202, 5 und 30. Das ist auch von Turnergy. Das ist sowas für unterwegs hier. Da sind auch ebenfalls 1,5, 2,0, 2,5 und 3,0 drin. Das kann man hier hinten dann so raus und dann steckt man die vorne so rein. Das ist echt top. Das nehme ich immer für unterwegs. Also das ist günstiges Werkzeug. Gut ist es auch, aber es geht halt immer besser. Und ich glaube, das hier ist so die Endstufe. Würde ich bei alle behaupten, das ist ein Aeromax Honeycomb. Ich habe mich auch lange gewehrt, so teures Werkzeug mitzuholen, aber es lohnt sich, weil mit diesen Drehern bekommt man echt Schrauben los, die man mit diesen nicht mehr rausbekommt. Wo diese durchdrehen, greifen die hier noch. Ich habe jetzt schon extrem viel damit gemacht und hier vorne sieht man, die Spitze ist so ein bisschen schwarz, aber wie Laser schon festgestellt hat, ist das nur Dreck. Wenn man das sauber macht, ist das wie neu. So ein Zwischending zwischen Turnigy und denen ist EDS. Und EDS sind auch ganz gut, die sind auch ein Ticken teuer, aber lohnen sich auf jeden Fall. Also ich würde dich auf jeden Fall nicht empfehlen, irgendwie so eine diese Haken hier zu holen oder so. Das ist echt Müll. Damit kommt man auch schlecht an vielen Stellen ran. Am besten hol dir am Anfang so eine Turnigy, damit kommst du dicker erstmal hin. Und dann, wenn du merkst, hey, ich weiß ja nicht, wie viele Autos du besitzt oder so, aber wenn du dann mehrere Fahrzeuge hast, die alle Imbus haben, haben ja heutzutage fast alles ja mehr oder weniger so ein Standard geworden. Mit metrischen Imbus, sind ja die hier jetzt, kann ich dir fürs Spätere, wenn du jetzt mehrere Autos hast, irgendwie habe ich gerade einen Faden verloren. Also, wenn du mehrere Autos hast und du willst was Langfristigeres, dann investiere in Aeromax.
wenn du nicht so viele Autos hast und wenig Geld zur Verfügung hast, hol dir die Turnigy. Und wenn du ein bisschen mehr Geld ausgeben möchtest, hol dir die DS. So. So viel dazu. Ich hoffe, das hast du jetzt verstanden oder hat jeder verstanden. Ja, so viel dazu. Wenn ihr wieder Fragen habt, einfach unten in die Kommentare hauen. Dann kommt demnächst wieder eins. Ansonsten, Däumchen wären Träumchen, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Es geht ganz schnell. Ich weiß gar nicht, ob das jemand von meinen Kollegen schon mal gemacht hat, ist mir aber jetzt auch eigentlich scheißegal. Manche Reifen brauchen es nicht. Das ist jetzt zum Beispiel ein Buggy-Reifen, LRP. Kamikaze sind das. PIN-Profil. Die brauchen das eigentlich nicht, weil die sind qualitativ echt top, die Einlagen. Genauso wie bei Proline-Reifen. Proline-Reifen habe ich nur gerade leider keine da. Dann zum Beispiel bei diesen Reifen lohnt es sich auch nicht.